Ja, hallo zusammen. Möchte ich nur einmal kurz was zeigen, was euch vielleicht sehr viel Zeit spart. Das Problem ist immer, wenn man zum Beispiel Moose nutzt, dass man sehr viel in Luas arbeitet. Zum Beispiel hier ein einfaches Missile-Trainer-Skript. Das Problem ist jetzt immer, wenn ich hier irgendwas ändere und das Lua neu speichere und ich möchte das jetzt neu ausführen, dann geht es nicht, dass ich einfach Fly Mission mache, weil dann nimmt er noch die alte Lua, die da drinnen war, weil DCS nicht erkennt, dass die Lua extern geändert wurde. Das heißt, ich muss auf den Trigger gehen, muss auf die Scripts gehen, muss zum Beispiel auf Artis oder irgendwas gehen, muss einmal hier reingehen, muss woanders hinklicken, muss wieder hier hinklicken, muss einmal so machen und muss dann neu speichern. Und dann kann ich mit Fly Mission das Ganze neu ausführen. Das ist natürlich maximal mühsam. Da gibt es einen Trick, der sehr, sehr gut ist und euch sehr viel Zeit sparen wird. Und zwar Luas dynamisch nachzuladen. So, das Ganze kann man jetzt umgehen, indem man einen Trigger anlegt, wo man sagt, nach zum Beispiel 4 Sekunden, assert load file und ich lade mir hier eine Lua rein. Das Ganze lädt mir jetzt eine Lua und zwar diese Loa.Luda, in der dann wiederum andere Luas geladen werden. Das hat den Vorteil, immer wenn ich jetzt eine Lua ändere oder auch wenn ich die Loader Lua ändere, DCS holt sich immer das Lua-Skript ganz frisch und zieht alle Lua-Skripts, die damit verbunden sind, mit rein in das Missionsfile. Das spart schon mal jede Menge Zeit. So, das Ganze kann ich jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, indem ich einen Trigger mache, wo ich mir im ersten Zug nach zum Beispiel 4 Sekunden ein Radio-Item anlegen lasse. Skript neu laden, Flag 1, Value 1. Als zweites lege ich ein Repetitive Action, also eine sich wiederholende Aktion an, zum Beispiel nach 5 Sekunden und wenn die Flag True ist, ganz wichtig, dann schalte die Flag bitte wieder aus und führe das Ganze aus. Das heißt, ich bekomme mit F10 jetzt die Möglichkeit, mein Skript dynamisch reinzuladen. Und zwar, und das ist das Coole, während DCS läuft. Das Ganze verbunden mit einem Logviewer zeige ich euch jetzt einmal kurz. Logviewer hat den Vorteil, ihr könnt euch hier zum Beispiel Error markieren lassen und seht hier gleich die Skriptfehler, die ausgeworfen werden. So, wir springen einfach mal in einen Flieger rein. Ich schalte den mal auf Barometric Cold. Und dies jetzt ein bisschen die Lautstärke reduzieren. So, wie ihr seht, startet das Skript jetzt gar nicht. Erst wenn ich das Radio-Menü öffne, kann ich mit F10 hier das Skript neu laden. Und zack, wird mein Skript ausgeführt. Und ich sehe hier drinnen live, dass das Skript geladen wurde. Ich schiebe DCS mal auf einen anderen Monitor rüber, damit man hier einen Schwerpunkt mal auf das Log hat. Hier vielleicht einen Teil. So, und was ich jetzt mache, ich baue einfach mal zum Beispiel einen Missile-Trainer einen kleinen Fehler ein. Ich sage einfach mal hier, speichere das Ganze ab. Der Stringer ist jetzt gespeichert. So, und jetzt lade ich das Skript neu. Und zack, wirft er mir hier den Fehler aus. Das heißt, DCS hat sich im laufenden Betrieb die Lua neu reingezogen. Mach den Fehler wieder raus, speichere wieder neu und gehe mal auf die F10-Map, damit ihr das nochmal seht. So, ich mache jetzt Radio-Menü auf, gehe auf Aber und lade das Skript einmal neu. Und wir sehen auch, die ganzen Spawn-Objekte sind wieder dort, wo sie waren. Sprich, alle Variablen werden überschrieben und die Mission startet einmal, also nicht die Mission, ganz wichtig, die Mission, die Zeit läuft weiter hier oben. Aber das Lua-Skript startet neu. Also die ganzen Skripte, die ich nachladen möchte sozusagen. Das Ganze kann man auch noch gut mit dem Shortcut für Mission Neuladen verknüpfen. Dann kann ich, wenn ich zum Beispiel zeitkritische Sachen habe, einmal das Ganze neu starten, wenn ich möchte. Jo, das war's.